Hey, wir können ja auch ein Campfire machen. Ja. Ist auch geil. Ja, kostet auch nix. Mach das mal. Voll Bock. Wenn es am Böck ist. Böck ist, ja. 4 mysteriöse Kisten und 4 goldene Kokosnüsse. Sehr gut. Ansonsten. Hier die geheime Notiz, was ist damit? Wer will die lesen? Tja. Ich hab voll. Ich kann gar keine mehr lesen. Echt jetzt? Von geheimen Notizen. Ja, ich bin voll. Hab ich gemerkt. Ich wollte die dann noch lesen, die danach. Ging nicht mehr. Mir fehlt noch eine. Okay, mir fehlen noch 4 oder so? 12. Mir fehlen noch 6. Ja, dann lese ich die. Nö. Ich hab mir von Mama eine Halskette geliehen, aber sie irgendwo in der Nähe. Blablabla. Ja, gut. Ja, das heißt, du kannst jetzt die Halskette finden. Das war eine neue. Auf jeden Fall. Sehr gut. Und ansonsten sortiere ich mal weiter. Ach ja, die Kisten muss ich auch noch ersetzen. Die Bombenkisten. Mach ich hier nur halbe Sachen, weißt du? Immer diese halben Sachen. Boah, ja doch, die fressen schon Holz. Diese dicken Kisten, aber die lohnen sich ja trotzdem. Die kosten nämlich 120 Holz. Aber für das, was sie bringen, ne? So mache ich, keine Ahnung. Eigentlich auch völlig Wayne. Dann das Holz zurück. Und Iron. Und irgendjemand hat die Kisten reingeworfen. Also Stein läuft bei uns. Immerhin. So. Ja, die Skelettfeuerschale sieht jetzt echt so lala aus, ne? Und heute ist eigentlich Treffen mit Maru, aber es regnet ja. Also ist es auf morgen verschoben wahrscheinlich. So. Wie bitte? Weiß nicht, wo du hinbauen sollst, oder? Ich habe noch eins über. Eins habe ich bei mir schon hingebracht. Ach so. Naja. Sieht ja irgendwie ein bisschen kläglich aus. Irgendwie schon, ne? Ich dachte, die sehen geiler aus. Oh. Ups. Da war die Nacht schon rum. Sido, mach die Nacht zum Tag. Scheiß drauf, was du Nachbar sagt. Huch. Was war denn das jetzt? In der Nacht gab es einen heftigen Sturm. Windstorm? Weißt. Och nee. Ist irgendwas kaputt? Wahrscheinlich. Oh geil, Slime-Egg verkauft. Nice. Ja, das hatte ich vorhin gefarmt. Wie spät ist bei dir gerade, Jadis? 9:30, ne? Bei mir ist jetzt 10:30. 10? 10:30 schon, oh. Ach stimmt, na klar. Ja, 5 Stunden. Die Zeitverschiebung hat jetzt schon reingeölt heute. Also ist ganz geil. Jetzt haben wir eine Stunde weniger Unterschied. Genau gestern Nacht war die Umstellung. Perfekt. Ja. Dann habe ich gleich mitbekommen und dann heute Morgen habe ich das gelesen bei euch und dann dachte ich mir, ach shit, dann haben sie uns heute Nacht die Stunde geklaut. Ja. Fuck. Geklaut. Ja, ich wollte sie jetzt schon ewig abgeschafft haben, aber in der EU machen sie das ist halt ein bisschen schwer mit den ganzen Ländern. Ja, warum denn?
Ja, die können sich nicht einigen. Warum nicht? Die wissen nicht, ob Winterzeit oder Sommerzeit, die einen so, die anderen so und manche wollen gar nicht und manche doch und solange sich nicht die meisten einigen können, passiert nichts. Naja, wir nehmen natürlich die Zeit, die am besten zu unseren Nachbarländern passt. Hä? Das, was am praktischsten ist, nehmen wir natürlich. Was ist das? Was wird da schon wieder sinnlos diskutiert? Zum Beispiel auch so, wollt ihr Winter- oder Sommerzeit? Und dann gab es mal eine Umfrage und dann war bei der Umfrage, dass die meisten Sommerzeit haben wollten. Dabei ist Sommerzeit die beschissenere Variante. Einfach nur, weil Sommer schöner ist als Winter. Weißt du, was ich meine? Ach, da denke ich mir schon so wieder, warum fragen wir überhaupt die Bevölkerung? Ja, also weißt du, was ist das denn schon wieder für eine Flachdenkerei? So dieses, ja nee, Sommer ist doch schöner. Wir haben doch auch eine Meinung. So dieses, keine Ahnung haben, wovon man redet, Alter. Einfach nicht fragen, Diktatur aufmachen, das ist immer die Lösung. Ja, stimmt. Das ist echt immer die Lösung. Ja, oder ein Einparteiensystem. Du bist noch mit Angst, herrschen und so, ja. Ja. Der dicke Baum ist umgefallen, ich wusste es, ich wusste es. Was? Dicke Baum? Hier, der dicke Baum ist umgefallen. Kommt mal runter, südlich fahren. Jetzt bin ich aber gespannt. Biddle-liddle-liddle. Oh, oh ja, nein. Krass. Ah, heftig. Der hübsche Baum. The old tree is gone, however. With 100 pieces of hardwood, this could be fixed up. Hä? Hä? Wir sollen reparieren. Baum reparieren. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Mit Magie, Leute. Ach ja, so, gut. Mit Magie. Ja, 100 Hartholz haben wir noch easy. Ach, vielleicht kriegen wir da noch was. Ja, ja, ich hole jetzt auch nochmal das Hartgut hier aus dem Wald. Ja, ich soll mal Hartholz holen direkt, straight. Ja, hol mal. Reicht ja wahrscheinlich auch, wenn einer macht, ne? Ja. Ja, ja, das wäre ja dreist, wenn wir jetzt alle 100 blechen müssten. Es gehen ja drei Bäume. Aber warte noch mit dem Reinpain. Ja, ja, mach ich. Ich hab schon gemacht, ne? Genau, im nächsten Moment nicht dran gehalten. So. Stimmt, wie sieht es eigentlich mit Heu aus? Heu! Da bin ich wieder. Gut, ich auch gerade. Dann pech ich mal rein, wa? Gönni! Du bist im Weg, Janis. Achso, geht tatsächlich nicht, okay. 100 Stück Hartholz verwenden, um Baumstumpf zu reparieren? Jo! Habt ihr auch was? Ja, ne? Ja, hat sich geändert. Kein oh ja. Mutter Yoda? Oder vielleicht beschließt ja jemand hier einzuziehen. Ich will rein. Los! Ja, nee, bei dieser kleinen Hütte, bei diesem geht kleinen Türchen. Geht nix. Ja, dann eine Bombe, ne? Dann eine Bombe, ne? Kannst du das Ding in die Luft jagen? Oh. Kriegen wir das Holz wieder, dann können wir es wieder aufbauen. Megabomb. Dieses Ding, das ist laut. Oder gießen. Muss man gießen. Dann wächst der wieder. Ja. Und hier wollte ich mal gucken, ob es Streichler vielleicht doch gibt mittlerweile. Oh, schon wieder ist Mani nicht da. Oh, das wäre so geil. Ich recherchiere mal fix. Ich komme gleich mit der Idiotenmütze. Okay. Nee, hat sich nichts geändert. Mütze ist ausgehackt. Ist nach wie vor, kann man die nur in... Hast du die Mütze? Das ist ein Mützchen, richtig? Ja, da müsste jetzt nur noch Trottel draufstehen. Oh, ey, wo ist das jetzt her? Hast du es gekauft unten? Oder? Ja, unten von der Katze. Oh, geil. Warte, ich muss auch so ein Ding holen. Wo bist du? Jetzt wieder oben auf dem Weg zur Farm. Okay. Ich bin gerade beim Kaffee machen.
Oh, ist ja teuer, Alter, aber ist ja Wayne. Ein Papierhut, Alter. Das kann doch gar nicht so viel kosten. X up the giant stump. Das hat bei mir nicht gezählt, weil ich die Quest noch nicht angenommen hatte. Och, Digga, komm schon. Echt jetzt? Hä? Hast du doch gemacht. Ja, aber ich hatte die Quest noch nicht aktiviert. Ich hatte nur das wackelnde Ausrufezeichen. Sieht. Hey, du hast es doch gerade vorgelesen. Kannst du nur hoffen, dass es sich. Du hast es doch gerade den Text vorgelesen, das macht doch gar keinen Sinn. Nein, ihr habt das vorgelesen mit dem, vielleicht zieht hier jemand ein. Achso, aber du hast es doch vorgelesen mit dem, man braucht 100 Hardwood. Hast du doch gerade vorgelesen. Also ja, genau. Aber ich habe in der Zwischenzeit nicht die Quest aktiviert. Ich auch nicht. Ich habe nicht auf mein Questlog geguckt. Ich und auch dann. Nicht. Ja, guck doch mit auf den Questlog. Ganz hinten oder wo muss das sein? Oder? Bei deinem Questlog, F. Ja. Ja, dann? Ganz oben ist bei mir. Nö, ja, vielleicht, wenn du es abgeschlossen hast, ich habe keine Ahnung. Bei mir ist ganz oben eine Quest, der große Stumpf. Und dann mit 100 Hardwood könnte man den in irgendwas Interessantes verwandeln. Oh, 30, und dann Quest ist fix up the giant stump. Ja, also musst du es tatsächlich nochmal abgeben. Ja, ich. Na gut. Nee, geht okay. Ja nicht. Das Ding ist ja jetzt umgebaut. Für uns auch. Ich hoffe nur, dass das sich noch aktualisiert, egal. Ach, jetzt verstehe ich das Problem. Multiplayer-Bug wahrscheinlich, ne? Okay, wie sieht's aus? Noch ein bisschen in the mine, oder? Ja, keine Ahnung. Was macht Sinn? Macht irgendwas Sinn? Nee, macht überhaupt nichts mehr Sinn. Alles sinnlos. Gar nichts mehr Sinn. Das ist alles sinnlos. Ja. Das ist alles sinnlos. Es ist so sinnlos. Oh, ist schon wieder was. Wir sterben doch eh alle, warum leben wir? Oh nein. Das ist eine wilde Logik. Wäre ich mal nie geboren worden, dann müsste ich auch nicht sterben. Ja. Kannst du dir sparen. Ja, toll. Aber nein, meine Eltern haben mich auf die Welt gesetzt. Und jetzt muss ich sterben. Die haben mich nicht mal gefragt. Ja. Toll. Ich wollte ja in meinem Leben nie was müssen. Und jetzt muss ich irgendwann sterben. Toll. Geil. Danke. Das ist genauso verquer wie die Ansicht mit, dass das Kind den Eltern irgendwas schuldig sei, weil ja. Die sich auch großgezogen haben und so. Hör mir auf. Alter, da kriege ich auch immer eine Krawatte, ey. Also ich hab dich großgezogen, ich hab das und das für dich gemacht. Ja, das hoffe ich, dass du das für mich machst. Du hast mich auch in die Welt gesetzt. Ja. Ja, oder nicht? Ich hab mir nicht ausgesucht, hier geboren zu werden, ja. Ja, also, da einen auf Moralapostel machen, boah, die hören auf, ey. Alter. Du bist mein Kind, damit gehörst du mir. Mein Sklave. Ja. Ich kann dich auch abtreiben, auch wenn du schon 20 bist. Siehst du das? Das ist eine Glock 0,99. Oh, dann kann ich dich jetzt auch noch abtreiben. Oh. Warum denn auch? Säuberung. Wie unnatürlich, denn das eigene Kind zu wollen. Ist da denn kaputt? Dies ist die Verkündung der alljährlichen Purge. Das war doch auch so ein übelster Trash-Film. Jetzt wieder los. Ja. Es gibt schon 4 Teile. Ich wollte gerade sagen, ein Film, ja. Ich wollte gerade sagen. Da gibt es schon 4 Teile von, echt? Da kam ja dann da kam ja dann auch ein bisschen mehr, also kam ja dann auch noch Story dazu, die es ein bisschen sinnvoller gemacht hat. Hm? Sinnvoll? Ja, weil das damals, also die allererste Purge, war eine Probe-Purge, die nur auf einer so einer kleinen Insel war. Und die damalige, ich weiß nicht, da irgendwelche Politiker oder sowas, haben das halt inszeniert. Die haben dann
die Leute, die an der Purge teilnehmen und da bleiben, die kriegen dann halt x-tausende Euros, bla, also Dollar, und das so als Experiment, so, ob das wirklich den Menschen guttun würde und ob, in Klammern, die Menschen da wirklich überhaupt Bock drauf haben. Und Bock drauf und guttun. Und, ja, macht ja, so wird es doch in den nachteiligen Filmen gerechtfertigt, dass die Kriminalitätsrate runtergegangen ist, es keinen Mord mehr gibt und so, weil die sich alle da austoben können, bla bla, dieser übelste Bullshit halt. Und Trash gelabert. Das meint ja, nicht. Und da ist es dann halt so, dass die Politik das inszeniert. Die Leute hängen da halt, kassieren das Geld ein und keiner hat irgendwie, will irgendwen umbringen, bla. Aber die schicken dann da halt bezahlte Leute hin, dass die das inszenieren und dass es dann so aussieht, als ob das voll der Erfolg gewesen wäre und so. Und ich meine, in den Teilen danach ist es ja dann auch so, dass in der Nacht der Purge die Regierung dann Trupps losschickt, die dann in irgendwelche untere Gesellschaftsschicht, Wohnhäuser fahren und die alle ausmerzen, damit die dem Staat nicht mehr auf der Tasche liegen und der Staat da mit dem Gebiet was anderes machen kann, bla und so. Ach ja. So gemeint. Also ja. Ist es dann eigentlich ein Polizeistaatmäßig wird es dann. Okay, dann hat es ja tatsächlich mehr, also einen sinnvolleren Plot. Weil dieses der Kriminalitätsrat ist nicht, wenn wir einfach erlauben, dass sich alle umbringen dürfen, was für ein übelstes Scheißgelaber. Ja, aber wenn es halt um sozusagen so wie als diktatorisches Mittel, ne, dann macht es ja tatsächlich wieder. Ja, genau. Also es ist halt einfach eine Dystopie, eine klassische. Genau. Und da kommt dann ja später, kommen dann halt auch so die Einsatztrupps, die dann in der Nacht der Purge, weiß ich nicht, da von irgendwelchen Sozialwohngebäuden, Plattenbauten und so, die dann da halt das komplette Gebäude dann mal säubern und sowas und ja. Absurd. Schon ziemlich crank. Ja. Aber so schlimm es klingt, genau so wäre es ja auch, ne? Ja. Also ja. Es wäre 1:1 genau so. Einfach die man aus dem Weg haben will, ja, klar, geil. Der Nacht und gib ihm. Ja, aber als ob die Bevölkerung sich nicht extrem dagegen auflehnen würde. So. Ja, natürlich, es würde ja auch, also. Es würde ja auch niemals dazu kommen, dass es sowas wirklich gibt. Ja. Zumindest nicht mehr in den Jahren, die wir oder unsere Kinder leben, aber es ist halt nur, wenn es das geben würde, wäre es genauso, dass dann einfach die wieder einmal die sich nicht selber wehren können, die Leidtragenden wären. Ja, na klar. Nicht wie immer alles. Ja, genau, so wie immer alles, ja. Meine ich ja. Ja, es ist ja. Ne? Ja. So schlimm es klingt. So wahr ist es doch. Oh Mann. Keine Ahnung, ich habe die nie geguckt. Ehrlich gesagt. Lohnt auch nicht. Also ich habe nur einen geschaut, aber der hat auch nicht gelohnt. Also ich weiß noch, dass du, Raymond, ich glaube, ich war bei dir, Raymond, und der lief gerade. Und da habe ich ein bisschen davon mitgekriegt, glaube ich. War das mal so? Ich glaube, ja. Meinst du? Hm. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich die eigentlich auch nicht aktiv geguckt habe. Nee, nicht aktiv. Du hast den auch nicht angemacht, sondern der lief im Fernsehen. Einfach. Und du hast es laufen lassen. Possibru. Ich glaube, Kali und so waren da und dann haben wir einfach so wie immer halt, so nebenbei laufen lassen und drüber labern. Nein, ich schaff's nicht. Scheißgelaber. Ja. Okay. Scheiß hat die Kleine. Ich wollte gerade das Elfwort sagen, aber ich lass es lieber doch. Oh, jetzt hab ich's gesagt, ne? Die Sprüsch. Beep, die Sprüsch. Jo, alles klar. Wollen wir dann hier im Game einen Finn machen? Ach so, können wir machen. Und stimmt, wir haben jetzt auch schon 3,5 Stunden und bei dir ist ja auch allmählich 0 Uhr, ne? Stimmt. Ja, dann können wir machen. Haben wir auch ordentlich was geschafft tatsächlich, uns ein bisschen wieder reingefunden. Ich habe auch Bock, alsbald weiterzuspielen, hoffentlich dann wieder mit Ilaf. Aber von mir aus... Ja, gerne. Du hast bei mir gepennt. Kein Plan. Ah, Langeweile.
Bane ist doch ein Bedhopper. Oh ja. Immer woanders. Immer unerwartet. Epilepsie-Warnung. Epilepsie-Warnung! Bleib weg! Ist doch was. Weiche von mir, Dämon. Hey, ich hab kann dich auch anmelden. Lol. Lol. So. Und tschüss. Die explodiert einfach. Das ist immer noch das Geilste, diese übelste Abgeflacker. Mutiges Feuerwerk. Ich hab Keks nochmal naschen. Unsterblich. Voll im Abballern. Wow. Gut, das war's. Ach, hier kann ich ja nicht bauen, aber hier. Zack. So. Oh. Oha. Was denn? Seht ihr das links unten? Rare pelted Dingens with explosive ammo. Ja. Pelted wen? Oha, Henry ist voll abgefuckt. Oh nein! Du kannst dein Haustier abballern? Echt jetzt? Oh Mann! Warte mal, warum, Mama? Wo ist denn der Tierpet? Aber er hat noch 5 Herzen. Oder waren das vorher mehr? Hm. No, armes Mutti. Oh, armes Mutti! Der Axt! Du kannst die ganze Zeit irgendwas machen. Die Hacke im Kopf! Warum liegt jetzt sein Fell hier nicht rum? Ich will sein Fell haben. Oh Mann. Henry, komm her, hier ist der Rasierer. Oh Mann. Da sieht man das doch Katzen immer voll an, dass sie sich übel schämen. So, oh Mann. Armes Mutter. Okay, aber wollen wir dann Feierabend machen, oder was? War auf jeden Fall eine Mordscouti, wir haben gar nicht so viel gezeigt. Ich speichere die Farm jetzt so. Ja. Wir haben von dem neuen Stuff gar nicht so viel gezeigt, ne? Es gibt noch einiges zu tun. Nee, das stimmt. Wir haben nicht mal die neuen Samen gesehen oder so, wir haben jetzt immerhin die größeren Kisten. Und wir haben Janus Level 100 endlich abgehakt. Das heißt, wir können jetzt richtig schön uns auf den Vulkan konzentrieren und die Shards sammeln. Ich habe auch gesehen, wir haben noch ein paar in der Kiste. Eigentlich ganz geil. Und hoffentlich ist Ilaf nächstes Mal auch wieder mit dabei. Da hat sie ja Gott sei Dank nicht so viel verpasst. Diesmal. Und ja. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und gerne auch einen Kommentar. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.